Sünder. Jeder von uns. Ja, Schnauze. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit Bliss versetzten Dünger so wie möglich Silos. Das haben wir doch schon gelesen. Wo war das? Ist das ein feindlicher Helikopter? Ich glaube schon. Oh, einfach mal von Himmel. Bestimmt wieder die eigenen Leute. Nee, ist feindlich. Ah, ich hasse das, ey. Das Fenster ist viel zu klein, wo er das Ziel aufnimmt. Ah, Munition, das ist mal gut. Bin auch ein bisschen knapp bei Muni. Ist das der Schlüssel? Ja. So. Na, wofür die wohl da stehen? Ist hier noch irgendwo vielleicht ein bisschen Geld oder so? Hier wieder schöne Pfanne. Die ist ja keine Spiegeleier. Ja. So, Bunker, Piper, Bunker, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ich möchte gerne hier mal rein. So. Kommen wir nicht mehr raus. Können uns ja porten. Ist so dunkel. Na, da hat er aber auch wieder schön was eingelegt. Rote Zwiebeln oder rote Beete, Gurkchen, irgendwas, was ich nicht erkennen kann. Was ist der Lichtschalter hier? Solarpanel. Was ist das hier eigentlich? Nee, ich glaube Dry Food oder so. Trockenessen. Bedörrtes Essen oder so, ne? Falsche. So. Dover Speaks Notiz. Yes, Baby. Ich weiß gar nicht, warum diese Strommenschen von Hilgard Elektrizität sich so anstellen. Dafür braucht man doch keinen Abschluss. Ein Elektroingenieurwesen oder sowas. Du und ich, wir haben diesen Bunker mit unseren bloßen Händen erbaut. Vom wegen Sicherheit am Bau. Und überhaupt habe ich nicht letzten Monat einen Rauchmelder und eine Sprinkleranlage bei Red gekauft. Das wird schon alles klar gehen. Hier unten. Eine Sprinkleranlage. Einfach mal ein bisschen Feuer machen. Aber ich sehe keine Sprinkler. Das ist nur eine Lampe. Okay, hier sind Rohre, aber da sind keine Sprinklerköpfe dran. Weil hier ist die Lampe ist kugelsicher. Das finde ich mal kacke, sowas. Aber kann ich alles interagierbar machen. Also ich würde sagen, wir schmeißen mal einfach irgendwo hier einen Molotov-Cocktail hin. Kommen wir vielleicht hier sogar durch? Ah, guck mal, wir kommen hier sogar durch. Da sind mehrere Rohre, die gehen ganz woanders hin. Das sieht mir nach einer Heizung aus. Ein Rechner. Ah, ein Rucksack. Schlafsack. Schon ein bisschen aufwendiger, der Bunker hier. Ein Ticken größer vor allem. Uiuiui, wie viel? Was war das? Bum, bum, bum. So eine Toilette. Und eine Dusche. Das ist schon eher mein Geschmack. Ein paar Monitore, wahrscheinlich ersatzweise. Trackingfutter. Ah ne, es sind Überwachungskameras, mehrere. Autsch. Feuer löschen.
Mann, ist das eine gute. Bauweise. Alter. Das ist ein doller Bunker hier. Eieieiei. Naja, die Sprinkler löst das Problem. So, haben wir alles. Müssen wir wahrscheinlich, nee, müssen wir nicht schweißen, oder? Das ist einfach generell voll. Da haben wir eine Kiste. Ein paar Kniften. Nee, meine gefällt mir besser. Da, Geld. Geld nehme ich natürlich ganz gerne direkt. Das sehe ich nicht, nein. Hey, jetzt hat schon wieder die Waffe gewechselt. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Hauptsache, der hat hier... Hier drin hat er doch keinen Schießbogen gemacht. Kann ich vielleicht irgendwas noch wieder herstellen? Platz zu schaffen? Besonders hier. Dynamit. Munition bin ich auch eigentlich wieder recht gut dabei. So. Wollen wir mal gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Weil es alles geflutet ist. Wo ist denn der Ausgang? Da. Leiter nicht gesehen. Ja, was war einfach so ein Schuppen, ne? Da drüber. So, wir sind hier. Da sind Helikopter. Warum sind hier tote Peggys? Ist bestimmt Zeitverschwendung. Kommen die näher. Er ist mal einmal nicht da. Ja, wo kommen wir denn jetzt noch? Könnten uns einen Helikopter nehmen und hier. False End. Würde ich sagen, holen wir uns hier so einen Helikopter und fliegen darüber. Da. Machen wir doch einfach mal. Ist hier vielleicht noch was? Rasenmäher. Was haben wir denn da? Rosen. Ja, auch kreativ hier die Palette. So, da steht hier so ganz groß Hollywood-mäßig. Yes, we can, oder was? So. Wollen wir den oder den? Ja, du, Fukuhila-Typ. Nee, den will ich nicht. Ich will den hier. Der sieht cooler aus. Nein, ich lasse sie bestimmt nicht fliegen. Willst du mich verarschen? Komm runter! Da! Ich schieß dich gleich vom Himmel! Komm runter! Nehme ich ja doch den hier. Also nicht die KI hier fliegen lassen wollen würde. Ich kann das Ding ja schon nicht wirklich gut fliegen. Aber dann bestimmt nicht die KI. So. Auf geht's. Also die Kopter fliegen, das wäre tatsächlich etwas, was ich gerne können würde. Das finde ich noch recht spannend. Ich würde sagen, wir landen da auf dem Feld. Können wir ja noch ein bisschen... Mist bauen. So.
Was ist denn hier? Wollte der gerade den armen Kerl mit dem Trecker einfach überfahren? Was für ein Mistkerl, ey. Bist du immer noch in dem Helikopter da oben? Komm runter! Bleib leise, ey. Ich hör doch jeder Mensch. Die ist witzig. So, ist hier noch ein Bunker? Nö. Aber Granaten. Okay, ich habe da hinten was gesehen, was wir mal eben gleich eliminieren können. Weil ich nicht unbedingt den Trecker hier. Alter! So, geh mir einfach auf die Nerven. Das sind Methoden hier, ne? Einfach weil uns auf die Nerven geht, den da hochzujagen. Boom. Gleich haben wir wieder keine Quests gemacht, aber alles hier zerstört, eingenommen und sonstiges. Und dann haben wir wieder die ganzen Quests geskippt. Das ist eigentlich kacke. Aber wenn ich auch dran vorbeikomme, dann will ich das auch einfach machen. Das ist nicht so ein Vieh, ne? Das ist einfach nur ein Stier, so ein Ochse oder sowas. Weil Ochse und Stier, das hat irgendwas mit Kastration zu tun, meine ich, ne? Was ist hier los? Ist der Hund böse? Der Hund ist böse. Lass die Schafe in Ruhe. Guck mal, wie durchgeknallt der Hund hier ist. Was ist denn hier los? Spinner hier. Warum ist der jetzt da wieder wild? Hm. So. Eigentlich wollte ich ja da hinten mit dem Helikopter hinfliegen. Und bin ich hier zwischengelandet? Den armen Typen da retten? Dann das Silo hier noch zerstören. Gibt es hier noch was Interessantes, wenn wir schon mal einmal hier sind? Ach ja, ist ja offen. Kann man öffnen, so rum. Komme ich da rein? Nö. Vielleicht über den. Über das Ding hier. Das ist Wassertank, oder? Da speichern die Wasser, oder nicht? In den Dingern hier. Höp. Wie komme ich jetzt da rein? Wie komme ich denn hier rein? Nein. Geh dich. Hier über den Balken. Komme ich da nicht hoch? Ah, das ist doch so eine Töle. Was ist das hier für eine Gegend, ey? Wo bin ich hier nur gelandet? Amis. Ich will da rauf. Hm. Komisch. So, machen wir den Wagen hier nochmal auf. So, flitzen wir mal. Da hinten war aber auch noch irgendwo so ein Lager oder irgendwie sowas, ne? Irgendwo hat hier noch was geblinkt. Bling, bling. Sag mal, wie doof bist du eigentlich? Nein, klar, die waren auch bekloppt, aber... Schön hier mit MG-Stellungen.
Ich hasse die KIs bei Far Cry. Die Autofahrenden. Wieder so ein doofer Helikopter. Aber der hält sich schon wieder nicht lang genug still. Wo denn hin? Ja? Da hinten. Das wird so blöd. Dass der irgendein dummer Baum wird und der bricht. Ist ja auch nicht so, als wenn er mich jetzt gerade bedroht. Einmal hier durch das Flüsschen durch. So. Dann wollen wir gucken. Okay. Da müssen wir nichts abknallen. Einfach nur hingehen. Achso, das ist ja unser Priester hier wieder. Das ist die Frage. Wehe dem, der meine Herde auf Abwege führt, sagt der Herr. Uns wurde so viel geschenkt, dieses Land, dieses Leben, unsere Freiheit. Was ist davon jetzt noch übrig? Die Leute fühlten sich verlassen, waren erschöpft, brauchten unsere Hilfe. Und wir haben nicht zugehört. Joseph sieht aber sehr wohl. Und jetzt? Diese Eden's Gate-Krise. Sie weckt in mir dieselben Gefühle wie damals im Krankenhaus. Ich lag dort 3 Tage und hoffte nicht an den Blutgerinnseln in meinem Körper zu sterben. Ich konnte nichts tun. Keine Notoperation. Keine Maschine, die mich retten könnte. Die tröstenden Worte des Arztes, ein paar Blutverdünner und Zeit. Ich habe überlebt. Du hast noch eine Mission für mich, oder nicht? Ey, was ist denn hier wieder kaputt, ey? Oh, gibt's denn hier keine Quest für mich? Komm hier mal zurück. Wenn die Dinge schief laufen, dann will uns das Leben sagen, dass es Zeit ist. Gut, gib mir eine Quest. Frage dich immer, was kann mich dieser Augenblick lehren? Quest, 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 Quest. Nicht noch einmal machen. Ah, du bist ja ich schon weiß nicht, was besser. Bläh! Tja, dann scheiß auf den. Was ist denn da für eine Quest hier? Folgen. Eden's Gate, erreiche Fall's End. Das ist die Quest. Und wo ist das? Ach, da. Die Peggys haben Fall's End übernommen. Wenn du mich hörst. Jetzt habe ich verstanden. Das hier ist die US Auto. Die Basis, die ich gesehen habe. Ich denke. Oder das da? Nein, das hier wird die sein. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Da. Aber mit Finn, ich hab keinen. Wasserflugzeug? Nee. Hier ist ja nix. Scheiße. Dann laufen wir halt. Bin hier vollkommen sonst hier rüber gelaufen zu dem. Einen Außenposten befreien können wir ja machen. Ich mag das, wenn die Karte so aufgedeckt ist. Ich hasse es, wenn die Karte nicht aufgedeckt ist. Deswegen gehe ich auch immer bei WoW alles dann ab. Ich glaube, ich muss man nicht. Ich glaube, dass Ali oder Horde ist. Der Bereich, ich will halt aufgedeckt haben. Ich muss das einfach sehen. Wapiti. Nee, das war irgendwas mit V, war das doch.